Okay, herzlich willkommen zurück zum nächsten Video. Heute geht es darum, zum einen das Dreieck zu fixen und danach ein bisschen das Dreieck zum Rotieren zu bringen. Ich werde jetzt versuchen, das Ganze mal direkt live zu machen, da das jetzt keine so große Änderung sein wird, denn wir werden nur einen neuen Buffer einführen, und zwar den Constant Buffer. Der Constant Buffer ist nicht Constant, weil er immer Constant ist, sondern der ist Constant über den Draw Call hinweg. Also während der Grafikkarte gerade rendert, ist er konstant und ich kann ihn aber vor jedem Draw Call oder beziehungsweise nach jedem Draw Call ändern. So, für einen Constant Buffer braucht man eine Root Signature und da muss ich nachschauen. Ganz ehrlich. Ich habe mir da ein bisschen was gescreenshottet, weil ich die Semantik jetzt auch noch nicht auswendig weiß, wie genau das alles zu definieren ist. Und deswegen habe ich mir hier ein bisschen was gecopy-pasted, und zwar ein Constant Buffer View müssen wir hier saven. Jetzt ganz kurz einmal schauen. Also das sind Comma-Separated Values, das heißt, jetzt kommt ein Komma. Dann wollen wir in die nächste Zeile gehen. So, und zwar wollen wir jetzt eine Constant Buffer View haben auf dem Buffer 0. Ja, das soll es eigentlich gewesen sein. Constant Buffer View auf B0. Jetzt muss ich kurz einmal weiterschauen. Ach, schon ein bisschen. Und zwar brauchen wir jetzt hier erstmal ein Struct für den Constant. Struct C B nenne ich das jetzt einfach mal. Constant C, ich weiß gar nicht, C Buff, könnte man es auch nennen. Ey, Visual Bla, schön und gut. Aber das ist dreist, dass er mich hier immer umformatiert. So, unser Constant Buffer wird, ich glaube, haben wir überhaupt Matrizen? Nee, ich glaube, da muss ich Float 4x4 schreiben, also 4x4, weil Matrizen gibt es da nicht. Und zwar ist das ist unsere Mat View, unsere View Matrix, nicht Max Matrix, Mat. So, und jetzt muss ich definieren, ich weiß jetzt nicht, ob nach oder vor den Import der Root Structure, wahrscheinlich ist es egal. Ein Constant Buffer, und zwar Constant Buffer vom Typ CBuff. Was hast du dagegen? Okay, Unexpected Talking. Vielleicht war das auch C-Buffer, gab es das? C-Buffer kennt er. Da muss ich jetzt ein bisschen schauen, die Reference, die ich habe, verwendet hier dieses Constant-Buffer-Struktur. Ich weiß jetzt nicht, welchen Shading-Level die hier gearbeitet haben. Das werden wir mal ausprobieren. Wir werden jetzt mal Constant-Buffer lassen, den mal C-Buff nennen. Vom Typ C-Buff. Und den nenne ich jetzt mal Generic Buffer, weil da wird unser Generic Zeug reinkommen, was egal ist und was nicht, was egal ist, und das Ganze hängt auf dem Register B, was habe ich genannt, B0 oder B1? Root Signature B0. So, jetzt müssen wir hier nochmal, glaube ich, einmal in die Root Signature rein. Ich habe doch was vergessen, und zwar die Visibility habe ich vergessen, denn das Ganze ja, genau, okay. Visibility habe ich vergessen. Und zwar hier kommt noch rein. Ich muss mal kurz schon weiterschauen. Ich glaube, ich hatte es mir mal auch gescreenshottet. Visibility. Da kann man jetzt was spezifizieren. Und zwar wäre das in dem Fall Shader Visibility Vertex. Jetzt hoffen wir mal, dass das Ganze kompiliert. Ja. Aber ich weiß nicht, nachdem das ein String ist, kann es auch gut sein, dass der das gar nicht so macht mit den Root Signatures. Das würde ich jetzt rausstellen. So. Aber hier ist zumindest der Fehler schon mal weg. Das ist gut. Schauen wir mal. Scheint auch zu erstellen. Jetzt ist noch interessant, ob unser System startet ohne Probleme. Ja. Das heißt, die Shader werden auf jeden Fall ohne Probleme mal geladen und scheinen zu funktionieren. Und jetzt kennt das auch. Haha, aha, okay.
Ich cutte nämlich noch mal jetzt auf diese. Ich glaube, das ging so. C-Buffer. Den Syntax kenne ich noch. Aber ich glaube, das ist der, den wir verwenden müssen hier. Mit den neuen Root-Signaturen, aber gut, okay. Und was wir jetzt auf jeden Fall machen hier, ist das Ganze multiplizieren. Und zwar multiplizieren wir hier das, was hier reinkommt, mit unseren Generic Buffer Projection Matrix. So. Ich hoffe, dass sie richtig reinfallen. Bei Matrizen ist immer wichtig, dass man es richtig rum multipliziert. Matrizen sind immer besonders geil, aber ich glaube, es müsste richtig rum sein. Ich muss kurz überlegen. Modifizieren hier von rechts. Ja, wenn zur Not müssen wir es drehen, wenn es komisch aussieht. Mathematik ist geil. Hat irgendjemand mal gemeint. Ich weiß nicht, ob ich denen so zustimme. Ah, okay. So, natürlich ist es notwendig, aber nicht in zu großem Maßen. Ja, damit sollte der Shader jetzt funktionieren. Und jetzt sollten wir ein Problem kriegen langsam. Ja, richtig. Jetzt haben wir ein Problem, weil der Buffer noch nicht gesetzt worden ist. Der Constant Buffer. Der ist noch nicht gebindet worden. Und deswegen haben wir jetzt ein Problem. Jetzt müssen wir schauen, dass wir in diesen Buffer zumindest mal eine Identity Matrix reinkriegen. Also eine Einheitsmatrix, damit zumindest mal wieder was auf dem Bildschirm ankommt. Aber von daher gehe ich jetzt einfach mal aus, dass unser Zeug funktioniert. So. Auf jeden Fall, wir müssen das... Ich mache das jetzt wahrscheinlich am besten, ist es, wenn ich es noch vor den ganzen Shadern mache, weil eigentlich der Logik nach wird es nach dem Vertex Buffer kommen, Upload Heap, Upload Vertex Data, Create Vertex Buffer View und hier wird es jetzt eigentlich kommen. Und zwar hier Create Constant Buffer. So, jetzt muss ich nachschauen, ich glaube die Constant Buffer waren die mit CBV war mit in den anderen Heaps mit drinnen. Ich bin immer schwierig, mir Sachen merken. Aber ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, genau, CBV, SAV, UAV, das ist ein anderer Heap-Type, den wir bisher haben, ist überhaupt kein Problem, Vertex Buffer, das machen wir jetzt hier mal zusammen, damit es schöner ist hier, dann sagen wir hier mal Constant Buffer ID 3D12 Ressource MPTR Const Buffer als Null und D3D12 Const und Buffer View Description M Const Buffer View. So. Okay, jetzt muss ich ganz kurz schnell schauen. Haben wir hier irgendwo einen. Für den Vertex Buffer hatten wir keinen. Heap. Ich glaube, ich bin gerade überlegen, hatten wir da einen Heap? Haben wir dafür einen Heap gebraucht? Sieht fast so aus, als ob wir den gar nicht gebraucht haben. Wie haben wir denn den anderen erstellt? Resource, ja, das war Copy. Das mit dem Copy-Wert wird wieder auf uns zukommen. So. Ja, doch, wir müssen den Heap describen. Ah ja, okay. Ja, aber es ist ja ein Heap auf der GPU, das heißt, wir brauchen keinen Descriptor Heap, wobei eigentlich doch, weil wir es in den... Ja, das werden wir mal schauen. Wir müssen jetzt erstmal hier gucken, ganz schnell. Wenn wir jetzt hier den... Wir müssen den ja genauso binden. Das heißt, hier kommt irgendwann noch Bind Constant Buffer. Und jetzt muss ich... Ich weiß jetzt nicht, wie die Methode heißt. Aber wir werden das... Nein. Endpointer Device. Get Comment List. So. Bind... Z muss es heißen. Z... Compute root, nee, set graphic, root shader resource view müsste das sein. Und zwar Parameter Index. Im Moment haben wir den Index definiert, den musste man doch sogar definieren. Haben wir das nicht gemacht? Okay, der indiziert selber durch. Also das ist Index 0. Und dann brauchen wir die Buffer Location. Aha, okay. Das müsste dann M Constant Buffer View Buffer Location dementsprechend sein. So. Und das müssen wir jetzt alles ausfüllen. Und das sollte theoretisch der Bind sein, den wir brauchen. An Stelle 0 binden wir was. Hier an der Root Signature. Und jetzt müssen wir das Ganze noch erstellen. Okay.
Also werden wir uns hier einen Heap und eine Ressource erstellen. So, zack, Copy. Und Paste, Describe Heap, V, Vertex Buffer, nee, das ist jetzt CB, Heap, Properties, die vorher lassen wir einfach auf bla bla und CB Description. Wobei, nein, doch, die Description muss anders sein, weil wir eine andere Größe haben. Und zwar haben wir hier jetzt eine Matrix 4. Und das ist dementsprechend hier keine Matrix. Jetzt müssen wir hier definieren, wie eine Matrix ist. Eigentlich müssen wir das jetzt hier Size of Float mal 4 mal 4. Aber wir werden da mit anderen Datentypen arbeiten, und zwar mit DirectX Math. Dazu werden wir jetzt als erstmal DirectX Math inkludieren. Include DirectX Math. Und dann brauchen wir noch einen Struct. Jetzt haben wir hier, ich lasse es jetzt alles unter Video 4 hier. Struct C-Buffer. Und zwar ist das eine DirectX XM Matrix. Wie habe ich die genannt? Mat View, also eine View Matrix. So. Ja. See. Buffer Definition. So, den müssen wir natürlich auch anlegen im Memory. Jetzt wichtig, dass er darf nicht const sein. Und zwar ist das hier ein C Buffer M const NCPU const Buffer. So. Und wichtig ist, den müssen wir jetzt natürlich auch initialisieren. Und zwar initialisieren wir den in der init-Function. Hier, genau. Und sagen hier init const buffer, wobei wir das Ganze doch mal noch hier mit in das Videozeugs mit rein tun und setzen den auf DirectX DirectX XM Scale Matrix. Jetzt muss ich kurz XM, wie hießen die? Oh Gott, ich habe schon so ewig nicht mehr mit DirectX Math gearbeitet. Ach ja, Matrix, genau, Matrix. Ident machen wir jetzt erstmal. Eine. Jo. Dann eben so. Eine Identity Matrix, da können wir jetzt hier reinschauen, wenn wir jetzt hier die Definition mal einsehen, sollten wir. Oh, ist alles schön rot. Okay. Da ist ja besonders tolles hier zuweisen drinnen. Das ist ja, macht ja viel Spaß. Ja. Oh. Ah ja, okay, gut. Hier sehen wir natürlich hier, dass die Matrizen hier definiert werden. Aus Vektoren, denenfalls hier. Das ist großer, ich sag's mal, Bullshit. Das ist halt DirectX Math, ist Simit optimiert. Es läuft in Single Instructions, Multiple Data. Ein bisschen Luft darf noch rein. Na, oder auch nicht. Okay. Ja. Schauen wir mal, ob das Richtige tut. Wahrscheinlich wird es das nicht tun. Es hat einen gewissen Grund, weil die GPU ein bisschen anderes Memory Layout bei Matrizen hat, aber das werden wir dann sehen. Okay. Jetzt haben wir den Buffer initialisiert. Jetzt müssen wir den noch erstellen. Da waren wir ja, glaube ich, dort dabei. Warum bin ich eigentlich da weggesprungen? Ach ja, weil ich, ja. Constant Buffer. Hier wegen der Size of, deswegen war das. Size, das ist jetzt nämlich Size of C-Buffer. Bla 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 bla. Okay. Und jetzt müssen wir natürlich noch schauen, dass wir dementsprechend das Ganze hier auch nochmal ausbessern und dass wir hier auch nicht unseren Vertex-Buffer, sondern unseren Constant-Buffer hier überschreiben. Okay. Das heißt, jetzt sollten wir ihn in da haben. Wie haben wir davor executed, oder? Genau. Und als allernächstes müssen wir einen Upload-Buffer erstellen. Nehmen wir wieder den gleichen. Oder kopieren wir ruhig erstmal alles hier. Halt, Free Upload Buffer hätte ich jetzt auch noch. Ja, okay. Dann halt, mache ich das halt nochmal nach hinein. So. Erstes Mal hier, der Pointer kommt raus. Dann hier der Pointer kommt raus, weil den gibt es auch schon. Das ist jetzt auch CB Upload Heap Parameter. Nein, den Upload brauche ich ja gar nicht. Ich kann den wiederverwenden, den Heap. Die Heap Description ist noch gültig.
Ja, es muss jetzt hier CB-Desk, dass jetzt hier die Heap-Description gleich ist, dass die noch VB heißt, da können wir uns jetzt drum streiten, ob das schön ist. Wahrscheinlich eben nicht. Aber das hilft jetzt in dem Fall gerade nichts. So, und zwar ist das hier mein MCPU-Constant-Buff. Okay. Na dann. Ach so, Pointer, ja klar. Size of C-Buffer. Na komm. C-Buffer, so. Unmap. Map. So. Heap VB, Heap Properties, CV Desk. Pointer, Upload Buffer. Generic Read. So, M-Pointer. Constant Buffer, Upload Buffer, Size of C-Buff und nicht mal 3, sondern mal 1. BA to read diese Barrier, BA CB to read. Ich weiß, die Naming Conventions werden hier immer schlechter, umso mehr ich hier drin rumfuhrwerke. Aber das können wir im Moment leider nicht ändern. So, M-Pointer Constant Buffer. Das Ganze wird dann executed und dann machen wir hier noch free. Com-Release, Pointer, Upload-Buffer und theoretisch sollte es das dann sogar gewesen sein. Fürs Erste. Das wird noch komisch aussehen. So, falscher Parameter. Wo? Device create. Too many bits set im Node. Ja. Da habe ich ein Zero Memory wahrscheinlich. Das erste Mal. Vergessen. Irgendwo. Frage ist nur wo. Hier ist ein Create. Zack. Ah, das ist natürlich auch gerade gut möglich, dass wir. Eine andere Farbe, ja doch, passt schon. Okay. CB Heap Property und CB Desk. Ja. Ich glaube, ich weiß. Node Mask. Was mich wundert, ich habe eigentlich die extra jetzt rausgelassen, weil. Also ich hatte die hier mal drin, die Node Masks. Das ist in den Descriptor ziemlich wahrscheinlich. Also, oder ist es im Upload, im Heap Upload. Visibility Node Mask und im Creation Node Mask. Die hatte ich mal alle auf 0 stehen. Hab sie aber dann eigentlich raus, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, dass es nicht ganz so scary aussieht auf den ersten Blick. Aber scheinbar wollen wir die dann doch haben. Okay. Ist okay, dann machen wir das doch. Aber dann konsequent wenigstens ein bisschen überall, damit ich zumindest. Ah, eine View müssen wir noch erstellen. Da fällt mir gerade auf, wir haben doch nicht alles geschafft. Können wir gleich noch machen, hätte eh nicht funktioniert. Upload. Ja, okay. Das machen wir jetzt nochmal ganz schnell kurz. Describe View. So, const buffer view Punkt buffer location gleich my pointer const buffer get gpu virtual address und const buffer view Punkt size and bytes gleich size of, die brauchen wir zwar wahrscheinlich nicht, aber egal, size of c buffer. Okay, dann hoffen wir mal, dass jetzt geht. Ja. Ja, okay. Dann scheinbar setzt der, ich mir gut vorstellen kann, wir geben ja auch hier immer References mit. Das heißt, wir haben ja Pointer, das heißt, der kann da theoretisch drin rumfuhrwerken, wie er möchte. Ja. Dann sehen wir immer noch nichts. DirectX Error, was haben wir hier? Was haben wir hier für ein Error? Set Invalid ID.
the current set root signature declares parameter with type constant buffer view. Ach so. Ach so, ist Shader. Ah ja, okay, ja, das macht er natürlich klar. Da haben wir falsch einfach gemacht hier. So. So. Constant Buffer View. Das ist jetzt sind wir an der richtigen, jetzt sind wir an der richtigen Seite. Da habe ich vorhin die falsche Funktion ausgewählt. Das tut mir natürlich besonders leid. So, Const Buffer View. Buffer Location. So. Dann sollten wir vielleicht jetzt was kriegen. Ha! Und wir haben unser Dreieck. Und zwar genau so, wie wir es sollen. Wir haben sogar, das heißt, wir haben eventuell sogar nicht mal das Problem mit Roll, dass wir da was transponieren müssen. Vielleicht hat DirectX Math das schon drinnen. Oder das ist hier, das war nämlich selber was mich interessiert eigentlich. Das hat nämlich was mit Row Major zu tun. Und deswegen habe ich mir eventuell schon gedacht, dass wenn ich hier dieses Row Major spezifiziere, das wird jetzt interessant. Jetzt kommen nämlich die coolen Sachen, die wir machen hier. Das Row Major, das ist das, was damit zu tun hat. Wir haben jetzt, ich muss nur kurz mich wieder sammeln hier. Upload, das ist nicht Konst. Konst Buffer. Hier, das Row Major. Das ist nämlich das, was es macht hier. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, wir müssen das jetzt noch besonders machen. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wir haben ja X und in die X-Richtung sind wir jetzt gestreckt. Wie können wir eine Streckung aufheben, indem wir wieder stauchen zusammen? Und das können wir durch die Funktion XM. Matrix Scale machen. Jetzt ist die Frage, was will die? Scale X, Scale Y, Scale Z. Also das ist schon mal klar, die müssen alle 1 sein, weil da wollen wir nichts ändern. Wir wollen X ändern und zwar wollen wir da skalieren in der Aspect Ratio, die wir haben. Das heißt, Width durch Height. Das ist natürlich ein UInt, das heißt, wir brauchen hier Float Castings. So, zack, einfach mal damit es obvious ist, float, float. Und jetzt könnte das schon reichen, werden wir sehen. Ah, nee, ich hab's falsch gemacht. So, jetzt hat's mal richtig. Und jetzt haben wir das Dreieck so thin, wie wir das haben wollen. Ich muss jetzt mal schauen, ob das Ganze passt, das heißt theoretisch... Das würde ich gerne mit dem Geodreieck einfach da gegen den Bildschirm messen. 2, 3, 7-2, 3 und 7-3, 4. 7-3, 4. Und um das Ganze jetzt zu vertifieren, gehen wir jetzt in die WinMain und stellen unsere Ratio wieder zurück. So. Und wir haben hier 7,2,3 und hier oben 7,3,4. Das heißt, wir haben jetzt bestätigt, dass wir die Ratio, die wir eingegeben haben, jetzt wieder behoben haben. Und das ist genau das, was wir machen wollen hier. Wir wollen, dass die Ratio immer gleich bleibt, egal wie wir es setzen. Jetzt wird es mal interessant, was passiert, wenn wir die Height höher stellen, eventuell... Das sollte aber eigentlich gehen. Ja, es geht. Ich messe jetzt nicht nochmal nach. Weil der macht das jetzt hier alles richtig. Wenn ich jetzt hier 1200 eingebe, dann was macht er halt dann dementsprechend dann so vielleicht gesamtgrößer. Da weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber das Verhältnis hier, was wir haben, das bleibt immer gleich. Wenn ich dann auf den Pixel genau rechnen will, dann muss ich es eh anders machen. Aber wir sehen, das Ganze scheint zu funktionieren. Also machen wir hier wieder 1600 in der Width und 800 da. Das gefällt mir ganz gut, so eine Ratio. Das ist zwar ein bisschen komisch doch, weil das hier doppelt so breit ist. Aber es gefällt mir ganz gut, weil wir das dann schön wide haben und dann sehen können, was passiert. So, jetzt wollen wir noch eine Rotation hinzufügen, dass es sich die ganze Zeit dreht. Wie machen wir das? Als allererstes gehen wir hier in den Vertex Shader rein und wir werden jetzt in den gleichen Constant Buffer schreiben, auch wenn das hier unser Generic Buffer ist, was einfach jetzt zu viel Aufwand wäre, noch einzustellen. Also machen wir hier nochmal eine Float 4x4, das eine ist unsere View Matrix und jetzt machen wir dann unsere Mat Transform, eine Transform Matrix. Nix Max, Mat. So, Mat Transform, das ist unsere Transform Matrix.
Jetzt muss ich kurz überlegen. Erst View und dann Transform. Generic, nein, Generic. Matt Transform. So. Okay. Kompilieren. Zack. Jetzt müssen wir das Ganze nachziehen bei uns. Und zwar hat jetzt unsere hier noch eine weitere Matrix. Und zwar eine Direct X, X, M. Ah ja, wenn man Direct X nicht schreiben kann. Mich wundert es, dass ich heute nicht DirectX schreiben kann. Normalerweise ist hat es mich nicht mehr gewundert, dass DirectX immer eine der Sachen war, die ich immer gut schreiben konnte, aber scheinbar auch nicht mehr. Matt Transform. So. Okay. Das ist jetzt wieder so, wie es sein soll. Und wir werden jetzt versuchen zu rotieren. X-Matrix. XMPI, da haben wir es ja. Radian. Nicht Degree. Genau. Und jetzt haben wir es auf dem Kopf. So. Finally. Also, in Radian ist es anstatt Degree. Ich mag Radian nicht. Wenn ich jetzt die Hälfte habe, dann glaube ich, könnte es sketchy aussehen. Ja. Seht ihr, jetzt haben wir ein Problem. Warum ist das? Weil das so ist. Nee, weil er die Ratio bereitet. So, und da das jetzt komisch aussieht, wissen wir jetzt, dass wir das hier falsch schon gemacht haben. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Erst transformieren, dann die View Projection. Und jetzt sollten wir theoretisch eine schöne Rotation hinbekommen. Ein Problem, was wir jetzt allerdings haben, ist, dass sich das Ganze nicht updatet. Deswegen machen wir das jetzt mal hier auf die Ident Matrix. XM Matrix Ident. Wenn wir es jetzt starten, sehen wir. Perfekt. So wie es soll. Aber wir wollen das ja updaten. Also gehen wir in unseren Loop rein. Und wo haben wir sie? Hier. Bevor wir den Constant Buffer binden, soll ich jetzt einfach mal hier Update C-Buffer und sag CPU-ConstBuffer.Matt Transform gleich Direct X Matrix Rotation Z, und zwar um den Angel Static Float Angel gleich 0.0f, und dann machen wir Angel plus gleich 0.001f. Das ist jetzt wahrscheinlich viel zu lahm, das werden wir mal sehen. Dann starten wir, ist ja wurscht. Und dann sagen wir hier Angel. Starten wir das Ganze und stellen fest, passiert nichts. Sagen wir doch mal, auf den Angel addieren wir jetzt immer drauf. Direct X Pi XM XM Pi Div 2, also Pi halbe. Das sollte ja dann sich jetzt drehen, und zwar so schnell, dass wir es gar nicht sehen. Aber es dreht sich nichts. Warum? Weil wir nur unseren CPU-Buffer updaten. Und das wird jetzt der größte Bullshit. Also müssen wir hier jetzt was machen. Und zwar Update-Buffer on GPU. Also ein MyPointer. Also erstmal müssen wir jetzt wieder eine Device-Transition machen. Eine Resource Barrier. CB B2 Copy. Mhm.
zwar generic read. Ei! So, copy destination. Das muss irgendwann wieder zurückgenommen werden. Pizza. Sodalel. Jetzt machen wir jetzt aber noch mal ganz anders. Das kommt. Oh, oh, das kommt vor unseren. Jetzt lass mich überlegen, wo haben wir Execute Command List Swap Chain Present. Kommt ihr bitte mit. Hier kommt es hin. Und dann kommt mich hier dann nochmal ein. Wobei da glaube ich muss nicht mehr eins hin. Upload. Hier muss beim Uploaden muss eins hin. So, und zwar hier. Create. Upload Heap. Jetzt brauchen wir jetzt wieder die ganzen Upload Heap Müll. Apple Heap Prop. Zack, 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 zack. Heap Type. Upload. Description. Da muss dann dementsprechend Size of C Buffer rein. Mehr derjenige, der du warst. Zack. Und jetzt. White Man. PTR Upload Map to 0 0 Mem. PTR Upload Unmap. CPI Destination Mem Source MCPU Const Buffer Reference Size of C Buffer Buffer so ja und dann Copy Pointer Pointer Device Copy achso Command List Copy Buffer Region Destination M Pointer Const Buffer M Pointer nee, nicht M Pointer Pointer Upload und auch 0. Jetzt machen wir jetzt den kompletten Buffer updaten. Was willst du jetzt? So wenige Argumente. Ach so, dann haben wir jetzt. Size of C Buffer. Okay. Hoffen wir, das geht. Und wir haben ein Mem Leak. Pointer Upload war 0. Jesus. Ach ja, natürlich. Generic Read. Aber wir haben auf jeden Fall noch ein Problem hier. Noch ein Memory Leak. Sogar einen kritischen Memory Leak. Das ist eine Menge an Upload-Buffern, die wir da wasten. Hi! Und da haben wir's. Das spinnende Dreieck. Wenn ich hier klicke, ist... Ei, ei, ei. Das spinnt im Kreis. Richtig krass haut das rein. Interessanterweise wundert es mich, dass es sich tatsächlich dreht. Ach ja, wir haben hier Precision-Probleme.
Wunderbar, macht es Spaß. Ja. Also, machen wir hier mal wieder einen reasonable Wert hin. Ist wahrscheinlich zu wenig. Ach komm, mach mal 0.01. Das dürfte gleich noch schnell genug sein, oder? Schauen wir mal. So. Ja, guckt mal an. Da war es. Ein drehendes Dreieck. Das möchte ich jetzt aber, dass sich nur dreht, wenn wir die Leertaste drücken. Hahaha, weißt du, wie wir das machen? Das machen wir mit. Jetzt quick and dirty. If M Pointer Window is key down VK space, then here we go. Hui! Hui, 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 hui. Das macht doch Spaß, oder? Jetzt haben wir ein drehendes Dreieck. Immer wenn wir die Leertaste drücken, dreht sich's. Jetzt machen wir noch schnell kurz ein kleines Wrapping rein. So. If Angel größer. XM. Nee, direct X. XM Pi mal 2, denn Angel minus gleich 2xmpi. So, das ist so ein Wrapping, damit wir keine Position-Probleme haben. Aber, wie ihr seht, wir haben ein drehendes Dreieck, was ganz ineffizient mit dem gleichen Constant-Buffer abgedatet wird. Eigentlich der Sinn von den Root-Signatures ist ja eigentlich dementsprechend, dass ich jetzt eben nicht immer die Ressource auch ab Date muss, aber wir sehen auf jeden Fall, unsere Root-Signatures funktionieren so, wie ich die wollte, obwohl ich keine Doku im Internet gefunden habe. Also scheinbar ist es so intuitiv gestaltet, dass es so einfach geht. Und wir haben jetzt hier ganz einfach ein drehendes Dreieck in DirectX 12 mit Root-Signatures, Constant Buffer, bam, 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 Heaps bis zum Teufel komm raus. Und ineffizientes Updaten durch Erzeugen eines Upload-Heats ständig. Kleines Secret, wenn ihr eine Engine programmiert und wisst, ihr müsst nicht viel updaten auf einmal, erstellt einen Upload-Heap, der immer an der GPU ist, der so groß ist, wie ihr es braucht. Einen einzigen Upload-Heap mit der maximalen Größe, die ihr braucht. Und dann nutzt den die ganze Zeit. Da müsst ihr nicht immer Calls machen, weil ich meine, ich denke mal, ich wäre jetzt interessant, wie viel FPS das hier sind. Inside Graphics. Gucken wir mal, was Nvidia zu unserer FPS-Zahl sagt. So, jetzt möchte ich aber mein... Ah, Release ist drinnen. Bin ich denn in Release im Moment? Nee, bin ich nicht. Und dann einmal wieder erstellen. Okay. Launch. Release sind wahrscheinlich eh wieder 1000 Frames größer. So, okay. Launching Frame Debugger. Aha, jetzt seht ihr schon, dass wir auf 1200 Runden sind. Wenn ich Leertaste drücke, ändert es nichts, weil wir jetzt die ganze Zeit jeden Frame hier API-Calls haben und das ist einfach schlecht. Also wir haben jetzt eine abgrundart schlechte Frame-Zahl. Also ich meine, ja, ich habe jetzt hier 0,80 Millisekunden pro Frame, aber es ist trotzdem, es ist davon, das ist nicht kritisch. Ich zeige euch jetzt mal nochmal mehr, wie sich das denn ändert. Und zwar kommt jetzt hier dieses ganze Upload-Scheiß mit in die If rein. Das kommt jetzt alles mal hier in die If rein. Schauen wir mal, was das Ganze bildet. Die Funktion ist die gleiche, aber jetzt haltet euch fest. Na komm. So, 2500 FPS. 1000. 2500. 1000. 2500. 1000. Ihr seht, ich glaube, das ist nicht so, dass es tatsächlich so gehört. Also 1200 FPS. Gut, ihr seht, die Frame-Time ändert sich nicht groß. Na doch, sie ändert sich schon auf eine Millisekunde. Also wir haben 0,6 Millisekunden mehr Frame-Time nur durch das ganze Upload-Zeug. Also ihr seht,
da muss man, wenn man eine echte Game Engine designt, sich doch ein bisschen mehr auseinandersetzen. Und von daher, ja, müssen wir da nochmal drüber reden. Gut. Das soll es aber fürs heute Video gewesen sein. Ich freue mich auf Schneiden, weil ich nämlich vergessen habe, mal die Aufnahme zu stoppen, als ich nachgedacht habe. Und mein ganzes Zeug ist jetzt hier voll Festplatte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.